Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bacchus Barbecue. Heute werden wir dem ersten Teil unseres Namens gerecht, denn heute geht es um Wein. Und zwar genau um diesen hier. Riesling Kalfels, Adler Trocken. Ein Wein aus der Selektionslinie des Weinguts Albert Kalfels, ansässig in Zell an der Mosel. Seit vielen, vielen Jahrzehnten bekannt für hochwertigste Rieslinge. Gut, reißen wir das Ding mal auf. So. Moselrieslinge sind ja nun nicht jedermanns Sache. Ich persönlich mag sie sehr gern. Ich mag diese knackige Säure. Ja, dann schauen wir mal, was das Ding so kann. Ja, so eine ganz angenehme, ja, leicht birnige, apfelige Frucht. Dezente Reifenoten. Sehr schön, sehr elegant. Boah, ja. Ja, auch hier hat man wieder so diesen so einen gelben, vollreifen Apfel. Vielleicht auch so ein bisschen Quitte. Wunderschöne Mineralität, so eine, ja, man merkt die Säure animiert zum Weitertrinken, so ein paar Kräuter im Hintergrund, herrlich saftiger Wein, ausgewogen, langer Nachhall, wow, wow, klasse Wein, ich glaube der hat nur 11 Volt, ja genau, 11%, das ist ein echter Leichtwein, da kann man auch mal mehr als ein Glas trinken. Ja, wenn man so mit Freunden zusammensitzt oder so, ist das, glaube ich, wäre sowas die erste Wahl. Für mich ein echtes super Beispiel für einen tollen Moselriesling. Ein Wein für jeden, der einem Maul voll tolle Moselriesling nicht abgeneigt ist. Echt affordable, ne? Ich sag's immer wieder, es gibt im Grunde genommen keinen Grund, irgendwo im Discounter einen völlig neutralen, Großflächen Riesling oder ein Pinot Grigio zu kaufen, wo niemand weiß, wo der wirklich herkommt, wenn ihr hier für wirklich erträgliches Geld ab Hof unglaubliche Qualitäten bekommt. Ich glaube, das Ding liegt irgendwo so bei 10 Euro ab Hof. Schaut mal auf die Homepage. Kann ich nur empfehlen. Bleibt gesund, genießt das Leben und trinkt was Gescheites.